Ich bin Kassia von den Dogspotters und mit mir sitzen hier Arne Büttner und Ole Jakobs. Die sind die Filmemacher von Nasim. Erstmal danke, dass ihr da seid. Genau, ihr habt in eurem Film die Afghanin Nasim porträtiert, die mit ihrer Familie und ihren Kindern in Moria lebt. Und wie kam überhaupt die Idee für euch, den Film in Moria zu drehen oder generell einen Film in Moria zu drehen? Wir waren die Jahre davor schon in verschiedenen Situationen und Positionen irgendwie mit dem Thema in Berührung gekommen und auch auf aktivistische Art beispielsweise. Also mit Fluchtrouten nach Europa und sind dann im März 2020 mit einem journalistischen und aktivistischen Auftrag nach Lesbos gekommen, als wir davon hörten, welche Spannungen da zu der Zeit halt am Start waren. Also haben wir uns dann auf den Weg gemacht und haben dann eines Tages Nasim im Camp getroffen. Also war das auch irgendwie eher zufällig, dass ihr Nasim kennengelernt habt? Also Nasim hat uns kennengelernt oder hat sich uns auch ein bisschen gesucht und sie kam eines Tages auf uns zu und hat uns gefragt, ob wir Journalisten seien. Das haben wir dann bejaht, weil wir das in dem Moment tatsächlich noch waren für diese Reportage und sie sagte, dass sie sich sehr freut darüber, weil sie nämlich auch gern Journalistin geworden wäre. Genau, und so haben wir uns kennengelernt und sind dann ins Gespräch mit ihr gekommen. Und wir hatten alle drei ein riesengroßes Interesse daran, uns kennenzulernen und in einen Austausch zu kommen. Und verbrachten erstmal viel Zeit damit, überhaupt alle drei zu lernen und festzustellen, was das für ein Ort war, Moria, weil Nasim war auch erst kurz zuvor angekommen. Also wir sind etwa gleichzeitig angekommen und haben dann viele Dinge über Moria zusammen gelernt, wie das da so funktioniert hat und nicht funktioniert hat. Genau, ihr zeigt ja Nasim im Film auch als sehr starke Person irgendwie, als sehr inspirierende Frau einfach irgendwie auch. Liegt es so an ihrer Persönlichkeit irgendwie oder habt ihr da auch filmisch, was habt ihr da filmisch so gemacht, um das irgendwie so umzusetzen, um sie eben nicht als so das hilflose Opfer irgendwie darzustellen? Also dazu würde ich zuerst sagen, dass wir halt von vornherein wahnsinnig begeistert waren von ihr als Person und dass es halt irgendwie gleich so Klick gemacht hat und das Interesse halt sehr groß war, sich gegenseitig auch kennenzulernen und so auch die erste Zeit aussah. Wir haben zwar die Kamera direkt auch etabliert in unserer Freundschaft, aber unsere Tage sahen teilweise so aus in Moria, dass wir halt vielleicht auch nur 5 Minuten gedreht haben und ansonsten uns sehr viel auch miteinander ausgetauscht haben. Und es hat eine wahnsinnige Lust gemacht, mit ihr da halt umzugehen und zu drehen und mit ihr gemeinsam diesen Film zu machen und sie als eine sehr starke Person auch porträtieren zu dürfen. Abgesehen davon hat sie sicherlich auch eigene Ziele irgendwie verfolgt. Es war nicht nur irgendwie so ein eigener filmischer Wille, den wir hatten, sondern das haben wir auch gemeinsam definieren können und da hat sie auch einen Effort irgendwie gehabt, ihre eigene Geschichte auch mit uns gemeinsam zu erzählen. Okay, also ich mochte das auch sehr in dem Film irgendwie, dass es halt, dass sie da halt irgendwie so stark dargestellt wird und auch irgendwie einfach ist. Dann sieht man ja auch im Film, das ist ja vielleicht auch genau das Gegenteil, so ein bisschen sieht man ja auch diese Hilfsorganisationen so ein bisschen, da kommt dieser eine französische Helfer irgendwie, der so ein sehr seltsames, irgendwie sehr oberflächliches Gespräch mit ihr führt. Könnt ihr dazu vielleicht ein bisschen was sagen, ob das so ein generelles Problem ist und wie man das vielleicht, wenn ja, ändern könnte? Also ja, ist ein generelles Problem. Zumindest haben wir aus unserer subjektiven Perspektive das so in Moria erlebt. Lesbos scheint so eine Art Karrieresprungbrett für Menschen zu sein, die in NGOs arbeiten. Also ich kann mich nicht an die konkrete Zahl erinnern, aber auf Lesbos sind mehr als 100 NGOs, glaube ich, registriert, die alle irgendwas machen. Da sind auch viele sehr tolle Menschen dabei. Trotzdem haben wir halt Begegnung dieser Art von Menschen, die da 5 Minuten reinkommen, sehr kurze, belanglose Gespräche führen oder teilweise versuchen zu missionieren und die Leute davon zu überzeugen, ChristInnen zu werden,
Das haben wir doch zuhauf erlebt. Was kann man denn dann vielleicht von hier aus irgendwie machen? Was gibt es da für Möglichkeiten, diesem Bild von so schneller Hilfe, die irgendwie aber eigentlich gar nichts bringt, zu entgehen und sozusagen so den Leuten dabei zu helfen, bei diesem Empowerment irgendwie, was man ja auch im Film total sieht, dass das irgendwie bei Nasim zum Beispiel stattgefunden hat. Also wie kann man das irgendwie von hier aus unterstützen? Leider ist es halt staatlich so gebaut und gewollt, dass diese Menschen, die von woanders hierher kommen und schutzsuchend sind, halt sich in eine gewisse Isolation gezwungen sehen durch Camp-Strukturen etc. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns schon irgendwie dazu angehalten sein sollte, diese Isolation, wenn möglich, zu durchbrechen. Das kann bedeuten, halt in die Camps selber zu gehen. Das kann bedeuten, die kleinen alltäglichen Begegnungen irgendwie und die Isolation zu durchbrechen, indem man so einen kommunikativen Raum schafft. Oder halt, wenn wir halt über Orte wie Lesbos reden, vielleicht auch dorthin fährt und sich Zeit nimmt, wenn man die hat. Was hat es mit euch gemacht, mit diesen ganzen Eindrücken, die ihr dann auch irgendwie aus Moria hattet, die ihr jetzt habt, also damals und jetzt, irgendwie dann wieder in euer Leben so zurückzukehren, was ich mal vermute, was ja irgendwie sehr, sehr anders aussieht. Was für ein Gefühl hattet ihr da dann irgendwie? Also ich kann mich gut daran erinnern, an den ersten Tag, als wir dieses Camp Moria gesehen hatten, ich glaube, die Reaktion von uns beiden war purer Schock über die Möglichkeit, dass es so einen Ort gibt in der Europäischen Union. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir an dem Tag und auch den darauffolgenden Tagen wirklich viel Zeit brauchten, um überhaupt diese Information der Existenz dieses Camps zu verarbeiten. Dann folgte natürlich die relativ lange Drehzeit und ich kann mich aber auch wiederum erinnern, dass es ein zweites sehr unangenehmes Gefühl einer großen Trauer war, nämlich der Moment nach dem Feuer und nach der Obdachlosigkeit, wo der Film endet. Danach wurde ja das neue Camp of Lesbos errichtet, was durch hohe Mauern und NATO-Draht von der Außenwelt abgezäunt ist. Und dort gibt es keinerlei Zugang mehr für solidarische Menschen oder journalistisch tätige Menschen oder auch Dokumentarfilmschaffende wie uns. Und das hat Gefühle wie Wut, Trauer und auch ja wirklich Verzweiflung in dem Moment ausgelöst. Das ist halt eine menschliche Beziehung, durch so eine Mauer und ein Gesetz einfach unterbunden wird. Genau. Und heute, jetzt ja sehr viel Zeit vergangen, sind wir, also glaube ich, beide unheimlich stolz und bewegt und auch total aufgeregt, dass wir jetzt mit Nasim gemeinsam hier sein können, um diesen Film zu präsentieren. Denn das hätten wir echt nicht für möglich gehalten, noch vor einem halben Jahr. Genau, jetzt hast du schon kurz gesagt, dass Nasim irgendwie auch mit hier ist. Ich war auch gestern bei der Vorstellung, habe sie irgendwie kurz gesehen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen noch kurz erzählen, wie sich ihr Leben seit Ende der Dreharbeiten verändert hat und wie es ihr halt irgendwie heute so geht? Das ist natürlich gerade ein spannender Prozess irgendwie für sämtliche Leute, die dann halt nach Deutschland kommen mit der großen Vision und der Hoffnung, dass sich hier etwas finden lässt, was also Frieden, Ruhe und Sicherheit. Und auf der anderen Seite aber auch gerade ganz viele neue Probleme irgendwie so aufploppen. Ihre Schwester beispielsweise sitzt nach wie vor in einer Camp-Struktur, genauso wie ihre Mutter auch. Und es wäre wünschenswert, wenn das anders wäre. Dafür müssten sich aber halt eben politische Verhältnisse irgendwie ganz neu ordnen und irgendwie verändern. Den Menschen eine Chance zu geben, Bleiberecht zu garantieren und sich hier einfach eine Zukunft und ein neues Leben aufzubauen. So. Dann danke euch erstmal für dieses Gespräch zu diesem wahnsinnigen, wichtigen Thema, auch für diesen Film irgendwie, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und wenn ihr noch Interesse an weiteren Beiträgen rund ums Doc-Film-Festival habt, dann könnt ihr gerne nochmal bei unserem Blog vorbeigucken. Den findet ihr unter doc-spotters.de.